Der findet alles gut. Also 2018 war mein Jahr. 2018 ist arbeitstechnisch natürlich total viel passiert. Meine Rolle hat sich super entwickelt, hat so ihren Platz gefunden in der Serie und auch im Kiez. Positiv natürlich und auch negativ ein bisschen, aber ich würde immer nur sagen positiv. Und ja, privat natürlich ist auch super viel passiert. Also 2018 war mein Jahr. Also ich bin gar nicht so der Silvestertyp, muss ich dazu sagen. Ich finde es immer ganz schlimm, im Oktober kriege ich schon die ersten Nachrichten. Hast du Lust? Weißt du schon, was du Silvester machst? Oder wollen wir irgendwas machen? Aber keiner hat nie eine richtige Ahnung. Deswegen lasse ich das immer so auf mich zukommen. Und ich finde, eigentlich die schönsten Silvesternächte hat man im kleinen Kreis, wenn man was isst und einfach zu Hause sitzt. Finde ich. Ja, es ist schon so, wenn man Tage hat, wo man viel emotionale Szenen dreht. Also ich hatte, daran kann ich mich noch erinnern, letztes Jahr im Winter hatte ich so die Geschichte, wo Laura, wo alles so wie in so einem Kartenhaus zusammengebrochen ist, wo sie viel geweint hat, viel gekämpft hat. Und wenn man dann den ganzen Tag am Set ist und dann echt so krass emotionalen Szenen spielt, da ist es dann so, dass man das schon mit nach Hause nimmt, weil man ist kaputt, man schöpft ja irgendwie auch aus sich, ne? Und dann denke ich manchmal abends so, huh, jetzt gehe ich schlafen, weil man echt kaputt ist. Und dann ist man in so einer Mut drinne. Da kommt man, also grundsätzlich ich, wenn ich das den ganzen Tag mache, komme ich da grundsätzlich schlecht raus. Für Laura wird sich super viel ändern. Es wird was passieren, was sie komplett von der Bahn wirft. Und ja, ich bin gespannt, wie sie darauf reagieren wird.